Hi, hier ist mal wieder Pranay und heute zeige ich euch ein weiteres Diablo-Tutorial mit zwei Diablos. Legen wir los. Heute zeige ich euch das Trapez mit zwei Diablos. Um das Trapez mit zwei Diablos zu lernen, solltet ihr auf jeden Fall schon zwei Diablos können und das Trapez mit einem Diablo. Das erkläre ich in anderen Videos von mir. Schaut da doch gerne mal vorbei. Also, um das Trapez zu machen, konzentriert ihr euch auf eines der beiden Diabolos und geht mit der Schnur um das Diablo herum. Und ihr seid im Trapez wie mit einem Diabolo. Das ging natürlich jetzt ganz schön schnell, deswegen zeige ich euch, wie das Ganze in Slow Motion aussieht, damit ihr das besser verstehen könnt. Ihr könnt das Trapez auch wie mit einem Diabolo machen. Da müsst ihr das allerdings, wenn ihr Rechtshänder seid, so auf der linken Seite machen. Und das ist echt ganz schön schwierig. Hopp. Und dann wieder zurück und auf der anderen Seite, damit sich die beiden Diabolos wieder in die richtige Richtung drehen.